Hallo zusammen, willkommen zurück bei Subsistence. Wir werden jetzt das Ganze so gestalten, dass wir vieles jetzt gemeinsam machen werden. Das heißt, ich werde nicht mehr so viel zwischendurch machen wie bisher. Ich habe jetzt herausgefunden, das gefällt euch nicht so und es soll ja euch gefallen. Wir wollen hier gemeinsam Spaß haben. Es steht der Winter vor der Tür und ich denke mal, da wird wirklich jede Minute interessant sein. Ich hatte jetzt auf unserem Rückweg noch Werner legen können. Ich hatte ein bisschen Holz gehackt und ich hatte jetzt mein Inventar leer gemacht. Und das war's eigentlich schon. Als nächstes würde ich sagen, werden wir in der Basiskontrolleinheit darauf sparen, den Kleintischstall zu bauen. Ich sag mal, das ist ein gutes Projekt für den Winter. Dann können wir auch hier drinnen, oder müssen wir den draußen bauen? Ich weiß es nicht, wir werden es dann sehen. Den Kleintischstall bauen. Unser Kühlschrank, der ist jetzt auch schon etwas gefüllt. Wir haben jetzt eine Leber drin. Wir haben einen rohen Steak und wir haben Kaninchenfleisch. Etwas Obst, Gemüse, was jetzt nicht hinein müsste, aber ich habe es einfach hineingetan, dass man hier sieht, was wir alles so an Nahrungsmitteln haben. Den Samen können wir wieder rausnehmen. Und wir haben hier schon zwei fertig gegarte Steaks. Die tun wir uns jetzt einverleiben. Gehen wir mal rüber in unsere Kiste. Packen wir jetzt mal den Samen hier rein. Ich habe nämlich ein, ich will nicht sagen neues Projekt, wie sagt man jetzt dazu? Ich habe was Neues vor. Ich habe mal rüben beim Voucher geschaut, was der so treibt und er tut zum Beispiel die Wölfe. Ich weiß, ihr habt es mir bestimmt schon gesagt, nur ich bin wirklich echt immer vergesserlich, die Wölfe mit dem Bogen erlegen. Zwei Pfeile, der Wolf liegt. Das versuchen wir jetzt zu machen. Er zählt dann dieses Bellen, wenn der Wolf hinter einen herrennt. Und wenn der Wolf dreimal gebellt hat, kann man wohl den nächsten Schuss absetzen. Das versuchen wir heute mal. Schauen wir einfach mal, ob das so gut funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Wir legen hier noch ein schönes Faserbrikett auf, dass unser Holzofen hier nicht mehr ausgeht. Und ich würde jetzt für einen Notfall doch noch ein paar Patronen erstellen. Die Pistole habe ich jetzt erstmal wieder reingelegt. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn für mich. Die macht viel zu wenig Schaden. Wir brauchen da viel zu viel Schuss. Später, wenn man die mal aufgewertet hat, mag das ja Sinn machen. So, wir gucken mal kurz. Wenn wir jetzt 10 Patronen bauen würden, bräuchten wir 60 Hülsen. 130 hätten wir und 150 Schießpulver. 3, 4, 5. Machen wir mal 5 Stück, dann hätten wir 6 Stück. Denk mal, da haben wir ein kleines Polster. Und dann können wir wieder uns etwas besser verteidigen. Gerade wenn wieder des Nachts die Banditen unser Lager überfallen, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Holzpfeile. 4, 5, 6, 7. Haben wir überhaupt noch welche? Haben wir nicht Federn? Federn werden alle? Okay, also wir brauchen wirklich jetzt mal langsam Stelle. Oh Gott, es wird dunkel. Und ich habe gerade die Folge gestartet. Ich glaube, jetzt schaffen wir nicht mehr sehr viel. Aber komm, jetzt ziehen wir durch. Auch die Nacht könnte interessant werden. Ja, wir werden jetzt natürlich nachts nicht mehr draußen herumirren. Wir versuchen jetzt mal die letzten Tageslichtminuten hier noch zu ergattern, ordentlich ein bisschen Loot zu sammeln. Drüben haben wir nochmal einen Blick auf die Jäger-Banditen-Basis. Da haben sie schon ein richtigen Palast hingezimmert. So, und hier oben war doch ein Hund. Das schaffen wir noch. Ah, ein Hase. Oh, warte mal. Jeder Hase zählt. Jedes Stückchen Stoff zählt. Wo ist er hingesäppelt? Sehr schön. Nochmal Baumwolle gefunden.
Also Stoff aus Baumwolle wollte ich mir eigentlich nicht herstellen. Ist mir die Baumwolle zu schade, auch wenn wir sie vielleicht erstmal noch nicht verbrauchen, aber später braucht man wirklich jedes Stückchen Baumwolle und gerade nachher im Frühling, im Sommer, man findet halt keine Baumwolle mehr, da die nur im Herbst wächst. Wenn man mal einen Wolf sucht, ist keiner da. Okay. Ja, Erze können wir jetzt auch nicht mehr abhacken. Da war mir die Pickaxe kaputt gegangen. Können wir dann einfach mal eine neue bauen? Das wäre, denke ich mal, die leichteste Variante. Da brauchen wir Bretter dafür. Ja, Bretter wäre jetzt kein Problem. Legen wir eben die Axt um. Slot 4, hier waren doch Bäume. Tun wir uns jetzt mal die Bretter herstellen. Bauen uns eine neue Picke und dann sind wir wieder startklar für den nächsten Tag zum Erze sammeln. Also so lange wie wir nicht frieren, würde ich auch des Nachts hier draußen rumrennen, weiter looten. Es gibt jetzt Tage, die sind ein bisschen heller. Da sieht man dann schon das Loot ganz gut. Da sieht man dann auch schon mal eine Kiste. Und da wir jetzt in der Basis momentan nichts zu tun haben, bleiben wir einfach mal draußen. So ein Helm mit einer Kopflampe, das wäre jetzt angebracht. Wir haben jetzt November. Ich habe jetzt das Spiel so eingestellt, wie es die Grundeinstellungen gegeben haben. 36 Tage pro Jahr. Das bedeutet, wir müssten schon in der nächsten Nacht in den Dezember kommen. Wenn ich mich nicht irre, hatten wir schon im letzten Let's Play November. Und 3 Nächte ist ein Monat, beziehungsweise 3 Tage. Sagen, gehen wir zurück und dann gucken wir mal, ob wir uns den Kleinstall bauen können. Ich erstmal die Pickaxe zurückstellen, im Fall wir brauchen dort Holz. Und dann bauen wir das alles halt in der Basis. Oh ja, jetzt wird uns kalt. Jetzt wird uns kalt. Und ich denke mal, wir hatten jetzt jede Nacht Besuch von den Banditen, dass sie wiederkommen werden. So, die Tür zu. Wir checken mal das Feuer. Unsere Nahrung sieht ganz okay aus. Das können wir mal rausnehmen. Nehmen auch mal das klare Wasser raus. Gehen wir mal fix hoch zum Pflanzbeet. Tun wir hier mal noch die Asche und das Wasser rein. Ja, denke mal, das sollte hier noch wachsen. Reichliches Drittel. Ist es jetzt schon wieder Wachstum? Okay, da oben ist mächtig kalt. Sobald wir ordentlich mal, gibt es da einen Unterschied, ob wir jetzt hier unter freiem Himmel stehen oder einfach ein Stück rüber? Hier haben wir 3 Grad. Hier haben wir 8, 9 Grad. Wenn wir jetzt direkt vom Ofen stehen, 11 Grad. Stellt sich mir gerade die Frage, ob das Spiel dieses offene Dach als offenes Dach erkennt, ob dadurch jetzt Wärme abzieht oder ob das jetzt einmal irrelevant ist, dass es einen Umkreis um den Ofen gibt, der einfach Wärme erzeugt. So, gucken wir mal nach dem Kleintierstall. Wir brauchen hier 8 Bretter, wir brauchen 450 Strom und wir brauchen Seil. Stimmt. Da war was. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal Bretter. So, die Bretter sind in Arbeit und Seil. Da brauchen wir Sehne dafür.
und wenn ich mich jetzt recht erinnere, haben wir noch kein einziges Seil gefunden. Genau, deswegen war ich immer auf den Loot-Touren, um vielleicht nochmal eine bessere Lootkiste zu finden. Sehne. Ja, aus Sehne baut man Seil. Wir gucken mal eben. 3 mal Sehne und 3 Tauwerk ergibt ein Seil. Okay. Das heißt, wir müssen ins Puma-Gebiet. Puma oder Elche, wobei ich mich an Elche jetzt nicht unbedingt trauen würde. Da würde ich einfach mal hochgehen. Beziehungsweise... Ach, das sehen wir gerade nicht. Das sehen wir jetzt gerade nicht. Wo das Puma-Gebiet war. Wir hatten ja schon den ein oder anderen Puma gesehen. Aber was wir sehen... Ah, guckt. Da war jetzt grünes Licht. Das habt ihr mir auch im Chat erzählt. Dass die Jäger... blaues Licht haben und Banditen grünes Licht. Oder umgedreht, das weiß ich jetzt nicht. Das hier müssten aber die Jäger sein, die haben sich eine Basis gebaut. Und da müssten das sozusagen Banditen sein, die hier am Lagerfeuer sitzen. Interessant zu wissen. Ist mir vorher auch noch nicht aufgefallen. Hier hinten hatten wir jetzt auch noch ein Lagerfeuer. Jäger oder Banditen, hier haben wir noch ein Lagerfeuer, die kennen wir ja. Die statten uns hier ständig einen Besuch ab. So, was könnten wir jetzt noch machen? Vorbereitung treffen. Moment. Wir tanken mal eben Wasser. Wir versuchen mal noch schnell zu angeln. Da war es schön gemütlich gerade. Da war es 14 Grad. Grad ist gar nicht so kalt. Wir haben jetzt immer noch November. Das war mal eine kurze Nacht. Die haben wir richtig gut rumbekommen. Normal könnten wir schon wieder los. Loot-Tour. Und wir gehen mal los. Wir wollen ja mal das mit den Wölfen versuchen. Den Wolf mit 2 Pfeile und 3 Mabellen zu erlegen. Bin ich gespannt, ob ich das hinbekomme. Man muss natürlich schnell sein. Der zweite Schuss, der muss sitzen. Und inzwischen bin ich auch beruhigt. Wenn die Banditen kommen, greifen unsere Basis an. Haben sie jetzt schon insgesamt 3-mal gemacht. Die Basis, die... brennt mal ganz kurz, das Feuer erlischt aber und bisher ist es alles so gewesen, dass es, wenn überhaupt, mal halben Schaden genommen hat. Das heißt, wir konnten das schnell wieder reparieren. Man darf jetzt nur nicht tagelang die Basis alleine lassen. Ansonsten sollte das alles okay sein. Ja, bin ich. Wartet mal, ich glaube, ich bin schon wieder zu ungeduldig. Ich würde aber mal gerne versuchen, an einem See zu angeln. Das fällt mir gerade jetzt ein. Wir hatten das Thema, es gibt ja Wälse. Und da wurde mir auch gesagt, dass die Wälse halt an Seen zu finden sind. Da gehen wir jetzt einfach mal zum See und werfen dort die Angel rein. Aber zuvor... tun wir uns noch wenigstens mit Obst und Gemüse hier im Bauch vollschlagen. Legen noch ein bisschen auf. Ja, da müssen wir noch... das legt man noch auf. Bretter. Ein bisschen was muss noch drauf hier. Ein Brett hat gereicht. Sehr schön. Oh, was ist denn jetzt? Mein Herz. Ah, ich weiß nicht. Ich würde versuchen, mal langsam
Gott. Ja. Oh, hier schon eine Klammer. Meine Fresse. Das hat Schaden gemacht. Oh, wir haben kein Holz. Oh Gott, wir haben kein Holz. Ich ziehe wieder einen Kampf. Ohne Magazin, das gibt's nicht. Jetzt müssen wir es aussitzen. Jetzt habe ich es verkackt. Nein. Oh nein, wir bluten. Kein Verband. Okay, das wird unser Tod. Was wollen wir da großartig machen? Da liegt man da. Jetzt warten wir einfach, bis er abziehen. Oben auf dem Dach haben wir unseren Spawnpunkt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Unser Bett brennt. Und? Eieiei. Okay, also das ist doch nicht so. Ohne weiteres, wie ich mir das gedacht habe. Jetzt haben wir wenigstens den neuen Verband. Gut. So, können wir den irgendwie noch plündern? Können wir nicht. Aber wir wissen jetzt, wir brauchen unbedingt Holz. Holz auf Lager. Hier ist ja alles kaputt. Und na gut, Pfeil haben wir wenigstens. Naja, wenigstens was. 5 Pfeile konnten wir ergattern. Einen konnte ich anschießen, aber mehr auch nicht. Ich denke mal, der ist einfach wieder abgezogen. Gut, dann würde ich sagen, es steht Holzarbeit an. Wir müssen Holz hacken, wir müssen reparieren. Dann machen wir das jetzt mal noch ein paar Minütchen. Da müssen wir unsere Wolfsjagd auf die nächste Folge verschieben. Ich will jetzt noch mal ganz hoch zum Bett schauen, ob wir da noch einen Spawnpunkt jetzt freigegeben hatten. Beziehungsweise ein Leben ist jetzt noch verfügbar. Ich hatte 2 Leben aktiviert, im Fall wir sterben direkt nochmal. Und könnten wir eigentlich machen. Wir werden das zweite jetzt aktivieren hier. Das ist einfach nur auf Nummer sicher gehen. Dann würde ich sagen, ich werde jetzt Holz hacken, alles reparieren und dann sehen wir uns wieder. Ich hoffe mal, dass wir solche Aktionen nicht zu oft erleben, denn langsam wird es nämlich heftig. Also die haben jetzt schon wirklich richtig gut Schaden gemacht. 250 von 600, hier sind wir bei 120 von 600. Ja, also 2/3 sind definitiv weg. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
Wir sehen uns hier in der nächsten Folge wohlbehalten wieder. Macht's gut. Bis später.